nicht allzu schwer. Junge. Ja, Vater. Der Zwergenkönig hat seine Untertanen Drachen und Monster jagen lassen? Seltsamer König, oder? Vater, das solltest du dir ansehen. Man kann ihn mit dem Hebeldorf befreien. Er wird angreifen. Ich weiß, aber es fühlt sich so falsch an, etwas so einzusperren. Wieder deine Gefühle, Junge. Du hörst nicht, was sie denken. Ich schon. Ignoriere es und mach dich bereit. Geht klar. Ja, also... Na okay, dann lass ich schon frei. Oh, das war ein Hieb. Was denkt die Bestie jetzt? Naja, nichts. Aber er war dankbar für einen guten Kampf, anstatt im Käfig zu verrotten. Dein Können verbessert sich. Du hast gut gekämpft. Danke, Vater. Okay, wenn das der Wunsch der Bestie ist. Mir nur recht sein. Wieso kann ich das hier eindreschen und hier ist nichts? Die halt von hier komischer. Ah, hier. Der Tod war hier. Frische Luft tut gut. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das nie ein riesen Fehler ist. Ja. Bitte friss uns nicht. So, jetzt bin ich gespannt. Junge, mach dich bereit. Oh.
Oh, bloß Gott, der hat uns hier angegriffen. Also, was ist mit den Leuten passiert, die hier leben? Folge den Hinweisen, Junge. Klar, klar, den Hinweisen folgen. Na gut, also, da war ein böser Zwergenkönig und er ließ all diese Leute Monster jagen. Die Leute sperrten sie in Käfig. Und dann? Keine Ahnung. Uns fehlt noch ein Hinweis. Zurück in die Burg? Nein, da drin ist nichts mehr für uns. Aber achte weiter auf Drachen in Ketten, Junge. Vielleicht entdeckst du noch mehr über den Zwergenkönig. Auf zum Borg. Was ist das überhaupt? Na, wenn ich zu den Jüngern zurückkehren will, dann ist das Boot eigentlich besser. So, ich bin in einer Minute zurück.
Und weiter geht's. Ich brauche den Alchemisten für etwas, das ich euch zusammenbraue. Wenn ihr schlau seid, werdet ihr ihn finden. Magst du noch eine Geschichte erzählen? Kann nicht schlimmer sein als die letzte. Na schön. Es war einmal ein Skorpion, der ans andere Ufer eines Flusses wollte. Warum? Wenn du mich weiter unterbrichst, höre ich auf. Ist ja schon gut. Der Skorpion bat einen Frosch um Hilfe. Er sagte dem Frosch, wenn er ihn auf seinem Rücken über den Fluss trüge, würde er ihn entlohnen. Der Frosch verneinte, aus Angst, der Skorpion würde ihn stechen. Der Skorpion versicherte dem Frosch, er würde ihn nicht stechen, weil sonst beide im Fluss ertrinken. Der Frosch stimmte zu, doch auf halbem Weg über den Fluss stach der Skorpion. Der Frosch war tödlich verletzt und so sanken sie auf den Grund des Flusses und starben. Wie traurig. Warum stach der Skorpion? Er war ein Skorpion. Es ist seine Natur, Böses zu tun. Oh, genau das hat Mutter über die Götter gesagt. Deine Mutter hat immer die Wahrheit gesprochen. Genug Geschichten. So eine ähnliche Geschichte gibt es auch bei DC News Online, Batman Joker. Ihr da! Habt ihr die Statue zerstört? Die Statue steht nicht mehr, Geist. Dann bin ich nicht mehr an diese Welt gebunden und kann den wahren Gott des Donners suchen. Er wird Rache erfahren. Ich danke euch vielmals. Übernimm die Schnee. Und weg ist er. Tapferer Kerl, Thor ganz alleine zu suchen. Er ist ein Narr. Was hat er hinterlassen? Ein Opfer für einen der Götter. Brauchen wir das? Nein, aber die Zwerge vielleicht. Da draußen was gesehen? Den Turm? Ich sehe keinen Turm. Vielleicht nur Einbildung. Junge, weißt du noch, wo Backbord und Steuerbord sind? Oh, glaube schon. Backbord ist links, Steuerbord rechts. Stimmt's? Nicht von dir aus. In Fahrtrichtung des Boots ist Backbord links und Steuerbord ist rechts. Ja, das wusste ich. Wirklich? Kratos. Das? Na, da bin ich jetzt ganz Ohr. Dir wäre entzückt, dass aus diesen Opfergaben Rüstungsteile gemacht werden. Kanntest du ihn? Wie war er so? Wen interessiert das, Junge? Tier ist tot. Lass die Vergangenheit ruhen. Der Zwerg hat recht. Ausnahmsweise.
Habt ihr den Alchemisten aufgespürt, den ihr finden solltet? Sag's nur, Kleiner. Ein Auge auf den Großen, in Ordnung? Was hast du vergessen? Also, doch noch ein paar Weisheiten gefällig? Musste. Ah, ich glaube, hinten geht's lang. Wollen wir an dieser Stelle anlegen? Komm. Sieh her. Gut, das kommt ins Tagebuch. Stimmt, der Brock, ja, war ja klar. Ich brauche den Alchemisten für etwas, das ich euch zusammenbraue. Wenn ihr schlau seid, werdet ihr ihn finden. Also, Brock meinte, sein Freund ist auch ein Zwerg. Einem Warum aber dafür sind wir gerade hier. Ein Seelenfresser. Tötet er uns, war's das. Kein Valhall, kein Hehl, kein Jenseits, niemals. Er greift nicht an. Den hab ich ja schon mal erledigt, so einen. Oh. Meine Mutter klang wie gefährlicher. Dann sei auf alles gefasst. Komm. Noch mehr Gegner? Nee. Ein Seelenfresser hat ihn erwischt. Einer der Männer des Alchemisten. Gut, dann mal los. Oh, wieder so eine Hexe. Ich
wollte schon sagen, die war da eigentlich schon tot. Nicht er. Noch ein Zwerg. Ich dachte, es wäre dir egal. Ich habe keinen Ring bemerkt, als ich ihn durchsucht habe. Oh. Ja, Kratos. Hier, Junge. Wir kriechen Felsen jetzt weg. Noch eine Karte. Na, ja gut. Gezielter Axtwurf. Goldhäst ist irgendwas in der Nähe. Seelenfresser. Tja, jetzt wissen wir, was an Vari zugestoßen ist. Wir können es doch sagen. Wir müssen nicht kämpfen, oder? Doch, wir kämpfen gegen ihn. Aber warum? Weil du Angst vor ihm hast. Tja, hättest du deine Angst dir zugegeben, Atreus, müsstest du jetzt nicht kämpfen. Oh, das ist so genial, die Axt hier mal wieder zurückkommt. Es ist vorbei. Es ist vorbei, oder? Eine Rune noch, damit das Tor aufgeht. Ah, hier. Wollen wir doch mal sehen, was der Seelenfresser drauf hat. Wir kämpfen, vernichten ihn, bleiben immer konzentriert. Ja. Sei ganz still. Keine schnellen Bewegungen. Konzentrier dich! Wow, das war ein Axtdieb. Na komm, zeig mir deine Schwachstelle. Wir haben es geschafft. Bitte jetzt noch was Gutes hier in der Kiste.
bin mal gespannt, was die Rune jetzt auf Stufe 3 kann. Kannst du das lesen? Jawohl. Na, dann übersetz mal. Diese Runen wurden hastig geschrieben. Da steht Igimsteini. Keine Ahnung, was das heißt. Wir werden den Blauen fragen. Dann bist du jetzt interessiert? Wir haben seinen Alchemisten gefunden. Uns steht eine Belohnung zu. Genauso sehe ich das auch. Er war doch nicht schnell. Wow. Über den eigentlichen Kopfschuss verpassen. Jetzt will ich aber meine Belohnung haben. Was habt ihr gefunden? Natürlich. Natürlich. Natürlich, sagt er. Mione Froxy? Gut, das war jetzt bei mir und beim Kratos synchron. Ich sehe mir diesen Ring einmal näher an. Vielleicht hat Antwari ihn mit Magie erfüllt, bevor er abgekratzt ist. Zwerge können das? Klar, Zwerge und magische Edelsteine sind wie Fliegen und Schweinedärme. Die ganz zarten. Ich will's gar nicht so genau wissen. Aus welcher Welt hat's euch hierher verschlagen? Lasst mich raten. Auf Heim? Richtig geraten. Den Geruch erkenne ich überall. Hab früher viel Zeit dort verbracht. Aber das darf ich jetzt nicht mehr wegen des Zwischenfalls. Welcher Zwischenfall? Was ist passiert? Weiß ja nicht, ob dein alter Herr es gut findet, wenn ich es dir erzähle, weil Fluchen und Stehlen und Hurerei damit zu tun hätten. Was? Richte nicht über mich. Ihr seid's doch, die nach Alp stinken. Da werden einfach Erinnerungen wach. Jetzt hau ab! Meine Arbeit macht sich auch nicht von allein. Ich glaube, das wollen wir wirklich nie wissen. Sagt mal, ihr seid nicht zufällig an einen gammeligen Kerl geraten? Mittelgroß, spür keinen Schmerz, klingt betrunken, ist aber einfach nur langsam im Kopf. Hey, was meinst du, wie ich das finde? Wenn ich mit Asen Handel treiben wollte, hätte ich meinen Laden neben einem Bordell eröffnet. Oder einer Kampfarena. Oder einem Kampfbordell. Kampfbordell. Wie die Götter? Nein. Seid besonders vorsichtig da draußen, ihr zwei. Die Straßen bringen in letzter Zeit mehr als ihr übliches Kontingent an toten Arschlöchern hervor. Schon gemerkt. Und woher kommen die? Vielleicht war in Hel kein Zimmer mehr frei. Oder vielleicht zettelt Odi mal wieder Ärger an. Vielleicht haben sie sich auch einfach verirrt. Warum fragst du nicht einen, während er dir dein Gesicht abnagt? Wir sind vorsichtig. Sag ich doch.
Brock, was weißt du über die Schlange im See? Nur, dass sie verdammt groß ist. Klar. Na, okay, dann wollen wir mal zurück. Der Brock hat doch von dem Baldir gesprochen. Ich habe so das Gefühl, dass es noch nicht zu Ende war. Junge. Ich wette, der Brock ist schon wieder eher da. Sieh dir das an. Das ist ein Ast des Weltenbaums. Junge, komm nicht vom Weg ab. Klar, ja, ich weiß. Na, trotzdem können wir springen. Ja, wir können, aber wir lassen es lieber. Können wir da irgendwas verbessern? Ja, will ich das verbessern? Ah, geht hier nicht. Das ist Qualitätsmaterial. Bei dem Verschleiß hält es aber vielleicht einen Tag. Ein Tag ist ja nicht sehr beruhigend. Aber wozu Risiken eingehen? Immer wieder gern. Jetzt raus hier. Na gut, jetzt kann ich schon noch sauber platzieren. Komm, Sohnemann. Da, an der Torstatue sind wir vorbeigerudert, als wir von der Hexe kamen. Und welche Richtung ist das? Es ist Vormittag, die Sonne ist da drüben, also... Ist das Süden? Südwesten? Gut. Ah, die Begrüßungskolonne ist auch schon wieder da. Langsam. Nicht schlecht. Fast. Wir brauchen die restlichen Teile der Sprachscheibe. Das heißt, weitersuchen. Sieh mal, die Magie der Hexe verdeckt die hohen Stangen noch. Das spart uns Zeit. Vorschlagen, wir benutzen den Sintri seinen Fahrstuhl.
Mach dich bereit. Die Wölfe sehen irgendwie krass aus. Komm, Atreus. Und es geht aufwärts. Vater, könnte ich sie jetzt tragen? Nein. Aber... Ich sagte nein. Ist gut. Bin gespannt, wie das Licht von Alfheim funktioniert. Er hat das für sich in den Berg gemeißelt. Das weißt du sicher besser als ich. Danke. Jetzt sei vorsichtig. Sorglosigkeit kostet uns nur Zeit. Klar. Wieder der schwarze Atem. Was machen wir? Wir schauen, ob die Hexe recht hatte. Und es werde Licht. Komm, bringen wir es zu Ende. Der Bifress funktioniert. Na Odin, was sagst du jetzt? Perfekt, der Fluch ist gebrochen. Dann klettern wir. Mutter meinte, die Riesen hätten die Berge von Midgard oft besucht, bevor sie verschwanden. Verschwanden? Ja, sie waren eines Tages einfach weg. Niemand weiß warum. Vielleicht sind sie zurück in ihre Heimat. Nach Jötunheim? Vielleicht. War das Gesicht im Berg wohl die Irrung eines Riesens? Oder vielleicht sogar ein Riese? Dämon, wir sind da! Mehr schwarze Atem. Habe ich hier vor uns eine Schatzkarte entdeckt, wo hier irgendwo was mit einem Schatz ist? Ah, hier. Diese Schatzkarte wäre gelöst. Ja, dann können wir den Berg betreten. Bin gespannt, was es dort erwartet. Ist das ein Hirsch? Von einem Riesen mit Hirschkopf habe ich noch nie gehört. Wer kann das sein? Kein Weg rüber, aber das ist eine Sandschale. Was steht da? Kein Ochs am Joch, kein Sklav im Land. Hört meinen Ruf, hat mich je gekannt. Das heißt, irgendwo ist hier wieder die Antwort versteckt. Großartig!
Na bitte, geht doch. Na, ja, brauche ich bestimmt was anderes, um hier durchzukommen. Dieser Ort muss den Riesen wichtig gewesen sein. Offenbar prüfen sie uns. Ja, das sieht gut aus. Der Bogen, Junge. Das ergibt keinen Sinn. Irgendetwas fehlt. Na bitte, und schön damit die Antwort. Runen, jetzt kann ich's lesen. Ist das die Antwort? Freiheit. Klar, das passt. Nur zu. Klar, Frelzer. Was passiert jetzt? Oh, ich dachte eher an eine Brücke. Ich ehrlich gesagt auch. Wir wollen uns noch weiter prüfen. Soll ich den Kristall im Fackelhalter zum Leuchten bringen? Besser, oder? Erst nach unten, dann nach oben. Diese Gänge sehen zu eng für Riesen aus. Warum lachst du? Oh, du meinst das ernst? Ich meine es immer ernst. Ganz vergessen. Mutter sagte immer, Geschichte interessiert dich nicht. Riesen sind nur ein Volk, die Alben oder das Hyldevölk. Sie müssen nicht groß sein. Und die Weltenschlange. Na gut, in dem Fall heißt riesig tatsächlich groß. Aber es gibt ja nur einen. Na, ich verstehe den gerade aus seiner Verwirrung. Oh, die Hexe schon wieder. Tja, wer lacht jetzt, der Letzte? Kopfschuss. Wir haben wohl alle erledigt. Jetzt sind alle erledigt. Grabräuber. Ganz schön viele Leichen. Sag mir, was du siehst. Naja, die sehen wie Menschen aus, nicht Riesen. Richtig, Diebe auf der Schatzjagd. Siehst du die Fallen? Oh ja, zum Glück haben sie alle ausgelöst. Sei froh, dass die hier tot bleiben. Ja, das war hier in den engen Tunnel auch ein bisschen blöd zum Kämpfen. Die Statue, die sind drüben. Haben's geschafft. Was steht da? Ja, Vater. Oh, Fjordatur. Einer der vier Hirsche des Weltenbaums. Er bewacht den Eingang nach Jötunheim, wenn die Riesen schlafen. Ob er noch dort ist? Ich weiß es nicht. Ich dachte, das wäre ein Echter. Hier, Junge. Ja. Diese Sprache habe ich schon mal gesehen. Wow.
schon einen Weg. Hat er eben hier hoch. Wow. Der höchste Gipfel der Welten. Ob Mutter wusste, dass es der Berg der Riesen ist? Nein. Ihre Bitte erweist sich als viel komplizierter, als sie hätte ahnen können. Es ist dein Name, glaube ich. Heislir. Das heißt Schrecken. Was ist das? Ich denke, den Schrecken werden wir bestimmt noch begegnen. Eine mit Kordel umwickelte Kerze und eine Art Tierfell. Eine Laterne? Aber der Docht fehlt. Das brauchen wir nicht. Der Bifrost erleuchtet unseren Weg. Hey, wer hat wohl diese Fackeln angezündet? Die Toten brauchen kein Licht. Augen offen halten. Anders gesagt, wir sind hier nicht allein. Bitte was Brauchbares. Geld nur. Hallo! Lass das. Ach Mann, ich wollte nur... Schon gut. Das alles. Wo sind wir? Eine Mine. Und wenn diese Kralle zum Gipfel reicht, sind wir fast am Ziel. Klingt gut. Wie nutzen wir sie? Na, man kann ja nie wissen, ob das ein echter ist oder nicht. Nee. Ich glaube, ich weiß, wie das geht. Die Kralle auf der Seite. Und wenn wir das lösen können... Junge. Das Lebensmittel. Oh nein! Das Seil steckt unter dem Felsen fest. Das war leichtsinnig. Ich weiß. Tut mir leid. Okay, dann wollen wir mal. Was ist mit dem Glauben? Gut, weiter so. Das möchte jetzt erst Atreus, dass manche explodieren. Seil aus dem Chaos befreien, das du da oben angerichtet hast, Junge. Vielleicht kommen wir ja durch den geöffneten Gang darauf. Wird sich zeigen. Du wusstest die ganze Zeit, wie man den schwarzen Atem umgeht. Jetzt glaub ja nicht, ich hätte euch daran vorbeibringen können, Fleischberg. Ich habe Wege, fast überall vorbeizukommen, vor allem hier oben. In früheren Zeiten kümmerte sich mein Volk hier um alles, hat die Jötnarfallen verbessert und Wege erbaut, um sie zu umgehen. Deshalb sind sie auch so hinterhältig. Oh, da fällt mir ein, pass auf Fallen auf. Da war schon gerade aus seiner Stelle auch angepisst. Ah, das sind ein Tier, seine Handschuhe. Schließlich ist niemand gezwungen. Ich hätte mir die gerne schon gekauft, aber keine Monies gehabt. Oder Ressourcen. Noch mehr Fallen. Da ist ein Tunnel, aber für dich zu eng. Geh du. Mach ich.
Oh, da ich es nicht festfrieren kann, sollte ich mich lieber beeilen. Ah, doch. Sicher. Ah, da haben wir den erstmal bis abgekühlt. Was soll ist das? Jetzt nicht mehr. Das geht. Na bitte, es geht doch. Hat sich hier noch in den Toten versteckt. Ah, hier ist einer. Nicht brauchen können, ignoriere es. Ich weiß. Ah, bringt nichts. Sie zurück. Wozu sind die gut? Es ist irgendwas Besonderes daran. Das spüre ich. Meint. Ne? Macht es ruhig bequem, Atreus. Er ist da vorne. Eine goldene Kiste. Ah, Falkenbeschwörung. Kann man vielleicht später nochmal brauchen.
Der sieht schwer aus. Na, dann wollen wir mal unsere Muckis spielen lassen. Gibt's ja nicht. Schaffen es nach oben. Wow, die Kraft von dem Kratos ist immer wieder beeindruckend. Sei bereit! Das sah schmerzhaft aus. Zurück zum Rad. Was haben wir Schönes? Cool. Damit können wir unsere Leviathan-Axt verbessern. Ich glaube, den Wagen hier hinschieben. Perfekt. Halt hier hoch will ich doch. Dann auf 3. 1, 2 und 3. Was geht los? Ob das bis ganz nach oben geht? Das wird sich bald zeigen. Ich glaube, nee, das wäre sonst zu einfach. Irgendwas ist seltsam da oben. Da lauert eine Gefahr. Denke nicht an das, was eventuell sein könnte. Konzentriere dich auf das, was ist. Und sei wachsam. Jawohl. Nicht der Gipfel, aber näher dran. Hey, die ist nicht kaputt. Da steht was. Ein Gebet der Riesen. Sie bitten ihre Vorfahren, über sie zu wachen. Sie heimzuführen. Junge. Warte! Ich glaube, ich weiß, wie das geht. Schau.
Was hast du geschrieben? Sie sollen Mutter beschützen. Wachen sie über uns auf dem Weg nach oben? Das glaube ich wohl eher nicht. Komm, Junge. Es ist ein langer Weg. Zurück. Eine Falle. War ja klar. Wenn wir die zufrieren. Der Tunnel, Junge. Kapiert. Vorsichtig. Mehr. Offenbar haben Zwerge mit diesen Tunneln die Fallen der Riesen umgangen. Nicht für uns. Oh. Oder für mich zumindest. So weit, so gut. Eine drehende Falle. Das hilft uns nicht. Oh, zum Glück. Mich steht es ja mal interessieren, ob die Flamme ihn hätte können umbringen mit einer Berührung. Wieder schlechter. Ich hätte fest mit einem Artefakt gerechnet. Noch ein Minenaufzug. Vielleicht kommen wir doch schneller nach oben. Und wir den Ballast loswerden. Oder auch nicht. Sind wir noch zu schwer? Jetzt nicht mehr. Wir bewegen uns. Sag mal, wenn wir auf dem Gipfel sind. Was glaubst du, wie weit wir dann sehen können? Bis zum See, zur Weltenschlange, zum Haus? Sehen wir, wenn wir dort sind. Bis dahin, wachsam bleiben. Wow. Ich habe ein ungutes Gefühl. Alles gut, hab nur kurz das Gleichgewicht verloren. Für jemanden, der so stark ist, machst du dir echt viele Sorgen. So komme ich gut zurecht und sichere unser Überleben. Mag sein. So zu leben macht aber nicht viel Spaß. War ja klar. Hätte mich auch gewundert, wenn die Fahrt ruhig verläuft. Machen Abflug. Wie viel Spaß war das? Verstehe. Mehr Sorgen machen. Steigen wir hier aus? Nein, wir stecken fest. Aber ob das gut geht. Na, wenigstens bewegen wir uns wieder. Ich weiß es nicht.
Greift uns noch mal jemand an? Garantiert. Oh Mann. Ja, sei jetzt bereit. Nimm doch einen eigenen Fahrstuhl nach oben. Ich denke mal, das wird keiner. Wow, einfach mal so auseinandergerubbt, das wär's nix. Ich weiß. Beschreib's nie. Vater, wenn wir Mutters Asche verstreut haben, was dann? Was kommt als nächstes? Dann tun wir nur eines. Wir kehren heim. Das war's? Das Abenteuer ist vorbei? Fürs Erste. Aber wir haben viel zu tun. Du hast recht gehabt, auf dem Boot, nachdem der letzte Baum gefällt war. Du sagtest, etwas hätte sich verändert. So ist es. Und unser Heim ist nicht mehr sicher. Aber das wird es wieder sein. Und wir müssen deine Ausbildung fortsetzen. Okay. Wir sind fast auf dem Gipfel. Nichts kann uns jetzt noch... Oh Gott. Erhol dich und bleib hinter mir. Ein Drache. Du musst es ja unbedingt beschreien, Atreus. Ich glaube, dass die Aktion hat den Drachen beeindruckt. Oder auch nee. Das war heftig. Ich denke mal, dass es schon vorbei ist. Halt. Und es birgt Macht in sich. Unglaublich! Hauptsache, es macht schön Bumm. Wahnsinn, dass wir gegen einen Drachen gekämpft haben. Ich habe auf seine Augen gezielt, aber ich bin gestolpert. Glaubst du, das ist ihr Zuhause? Kamen sie her, als die Riesen fort waren? Oder zogen die Riesen wegen ihnen fort? Junge, die Luft hier wird ziemlich dünn. Keine Fragen mehr. Atme. Na, ich denke mal, wie er rum ist eigentlich auch völlig egal. Hier schreit doch jemand. Hörst du das? Da schreit irgendjemand.
Halt ihn! Es ist Sindri. Kannst du so etwas töten? Nur wenn wir ihn überraschen können. Ich kann ihn ablenken. Was machst du? Wir müssen ihm helfen. Geh nach rechts. Finde eine Stelle. Warte auf mein Zeichen. Danke. Hey, Mistvieh! Hierher! Also jetzt noch Drachentöter. Ja, der Kratos ist eben unverdaulich. Ich hab so eine Vermutung. Verschluck die Schnee. Bringt nix. Und ja, eigentlich schon Blitz um den rum. War ja klar. Ey, du spinnst wohl.
Der Attacke hat gesessen. Den Kran herabzulassen. Oh, die Idee gefällt mir jetzt schon. Das ist mir egal. Sei bereit. Bitte geht doch. Na komm, spuck nochmal deine Blitze. Jetzt wird auseinandergenommen. Yes, gewonnen. Oh, das war knapp. Was ist mit der Schlange geworden? Wow, wir haben es geschafft. Und du? Aber seit Jahrhunderten hat niemand mehr einen Drachen getötet. Nicht seit der Keulung der Lindwürmer. Und ihr habt ihn getötet, und zwar für mich. Du irrst dich. Der Drache kam uns in die Quere, mehr nicht. Streit es ruhig ab, aber ich bin gerettet. Und das verdient eine Belohnung. Was ist das? Geflochtene Mistelpfeile, gerade als Händel, perfekt austariert. Oh, danke. Oh, naja, warte. Ist es nicht... habt ihr meinen Bruder gesehen? Ja, er sagt, du hast kein Talent. Oh, und dass ich schrullig bin? Nein, bestimmt. Dass ich das Aussehen einer Waffe? Nein, den Zweck vorziehe. Dass ich hochnäsig bin? Nein. Und verklemmt? Kleinlich. Ich weiß, was er denkt, aber er kann mir nicht mehr. Verbrenn das. Das ist ein Trottel. Was sagt für sowas? Nein, nein. Warte. Ich habe eine bessere Idee. Was? Ich brauche einen Zahn von dem Drachen. Na, da bin ich jetzt mal gespannt. Normalerweise würde ich sagen, bitte Mund aufmachen, aber der ist ja schon auf. Drachentöter. Fass ihn nicht genau auf. Egal. So unrein. So schrecklich unrein.
wie das stinkt. Perfekt, das sollte reichen. Gut. Und nun? Ja, den fasse ich nicht an. Halt. Hoch. So, jetzt fahr damit die Sehne des Bogens entlang. Tu's einfach. Atreus, deinen Bogen. Zweimal sollte reichen. Ah, schön sachte. Coole Schockpfeile. Wow. Oh klar, jetzt seid ihr beeindruckt. Wie erkläre ich das? Ich habe das Schwingung. Oh, du hast es schon selbst rausgefunden. Na dann, vergiss es. Ist ja nicht so, als wollte ich gerade die komplexe Kunstfertigkeit meines Berufs erklären. Nein, nicht doch. Solange es dir hilft. Ja. Ich fühle mich heute sehr kreativ. Libertanaxt kann verbessert werden. Ah, einen besseren, da muss ich aber den verkaufen. Worin hast du die überhaupt getragen? Kann ich noch mal verbessern? Nein, war ja klar. Was fehlt noch? Vorsicht vor den Draugar! Ah, ich muss mir noch mal kurz den Drachen angucken. Zurückkommen jetzt auf keinen Fall mehr. So vor, als hätten wir erst gestern Hirsche gejagt. Jetzt haben wir gegen Dunkelalben gekämpft, Trolle, Oger und einen Drachen. Jetzt könnten wir es mit allem aufnehmen. Wir siegen, weil wir entschlossen sind, diszipliniert, nicht weil wir uns anderen überlegen fühlen. Klar, ich weiß, es ist nur statt zu machen, fühlt sich gut an, weißt du? Ja, ich weiß. Wenn es einer ist, dann der Kratos. Huch, was soll das sein? Ah, da teilen die sich die Regenerationskraft. Alles klar. Sitzt fest. Vielleicht ist irgendwo noch ein Kristall, um die Wurzeln zu entfernen. Na bitte, soll ich ihn zerschmettern? Ja, bitte. Oh, das gefällt mir. Aber seltsam. Er ist nicht komplett explodiert. Ich habe auf den Kristall geschossen, aber er leuchtet schon wieder. Nicht bereit! Davon gibt es sicher noch mehr. Ah, es war ein Artefakt.
Jawohl, Schädel eingetreten. Was an Brutalität hatte Kratos definitiv nie eingebüßt. Macht die Io hier. Ihr tut wohl beten. Ah, dort ist noch ein Schrein. Wir müssen diese Brücke irgendwie herablassen. Sie ist der Weg hier raus. Sieh mal hier, noch eins. Der hier heißt Lilith. Mutter wollte mir von ihm erzählen, aber ich war wohl zu jung. Kommen da Riesen aus seinen Achseln? Der ihn da ersticht, könnte Odin sein. Was ist das? Ah. So, zwei übrig. Oh, doch nicht. Steckt auf der anderen Seite fest. Na, dann eben noch mal. Damit Dinge zu zerschmettern. Glaub ich. Huch, was war denn jetzt los? Wo steckt sich die kleine Ratte hier in der Truhe? Na, gebracht hat ihn das aber auch nix. Und wir bekommen wieder ein Gesundheitsupdate. Es wird kälter. Wir müssen fast oben sein. Nicht mehr lange, Mutter. Auf dem Berg. Da, der Gipfel. Wir sind ganz nah dran. Dein Köcher. Der Gurt ist beim Kampf mit dem Drachen gerissen. Schon gut. Ich halte ihn einfach fest. Halt. Ein kaputter Köcher kostet dich Zeit. Schmerz überleben wir. Kaputte Waffen jedoch nicht. So geht's erstmal. Gut? Gut. Geh. Langsam, Junge. Pass auf, wo du hintrittst.
Mach dich bereit, Junge! Ah, das ist wieder so einer, gegen den die Axt nichts macht. Ah, ich hab den hier runtergeklatscht. Na, so geht's auch. Ah, ich wollte ich gar nicht. Ich glaube, ich habe hier unten gerade was gesehen. Ja, halt, wo war das? Unten ist doch eine Kiste. Bedeutet doch, ich muss irgendwie hier runter gelangen. Nein, das sieht eigentlich aus, als könnten wir hier runterklettern. Oder könnte das daran liegen, wenn es hier geht, dass hier irgendwo noch ein Feind rumwuselt? Nee. Aber jetzt habe ich eine Stimme gehört. Irgendwie muss ich doch einen Weg finden, hier hochzuklettern. Ah, hier an der Seite. Du hörst die Stimmen auch, oder? Ja, sei still. Das ist der Mann, der bei uns zu Hause war. Du hattest ihn doch getötet. Ich sehe, bist du diesmal nicht allein. Muss wichtig sein, wenn die Söhne Thors mich mit ihr. Die Söhne Thors. Sagt mal, Baldio. War euch noch immer, um Papa zu beeindrucken? Der tätowierte Mann. Den Spuren nach reist er jetzt mit einem Kind. Wohin wollen die beiden? Woher soll ich das wissen? Du bist der klügste lebende Mensch, nicht wahr? Und sogar klüger als alle Toten. Du hilfst mir, ich helfe dir. Sag mir, wo sie sind, und ich rede mit Odin. Oh, gibt's einen Kampf? Nicht gehen, Baldur, und er wird verhindern, dass du mich tötest. Du hast mir nichts zu bieten. Also nimm deine Fragen, deine Drohungen und deine beiden nutzlosen Schwachköpfe und verpiss dich! Oh, oh, oh. Oh, da spuren die. Wenn jemand hinsieht, holen wir uns ein anderes Auge. Vergiss nicht, wir sind überall. Sind wir wirklich, nicht wahr? Haltet die Klappe, ihr Idioten. Gehen wir. Oh, ich dachte, es gibt jetzt einen Rückkampf. Bin gespannt, mit wem die gesprochen haben. Ah, von euch haben wir gerade gesprochen. Ein tätowierter Mann unterwegs mit einem Kind. Geh und stell sicher, dass wir allein sind. Aber sie sind doch gegangen. Tu, was ich sage. Er weiß nicht, was du bist. Und dabei soll es auch bleiben. Wer bist du? Ich? Ich bin der größte Botschafter der Götter, der Riesen und aller Wesen der neuen Welten. Ich kenne jeden einzelnen Winkel, jegliche Sprachen, geführte Kriege und jeden Handel. Man nennt mich Mimir, den klügsten lebenden Mann.
Und ich habe Antworten auf all eure Fragen. Warum jagt uns der Sohn Odins? Na gut, ich habe ein paar Wissenslücken. Aber Odin hält mich hier gefangen seit 109 Wintern. Was, 109 Jahre? Ich bin sehr schlau. Ich finde die Lösung. Versprochen, ich brauche nur etwas Zeit. Es ist niemand da. Habe ich doch gesagt. Die Mutter des Jungen ist tot. Sie wollte das... Wir sollen ihre Asche verstreuen. Auf dem höchsten Gipfel aller Welten. Oh, dann seid ihr hier am falschen Ort, kleiner Bruder. Wirklich. Der höchste Gipfel aller Welten ist nicht hier in Midgard. Wir sind Jötunheim. Der Welt der Riesen. Nein! Hat sie das wirklich gemeint? Sieh doch. Das ist die letzte bekannte Brücke nach Jötunheim in allen Welten. Siehst du den Berg, der aussieht wie die Finger eines Riesen? Das ist der Gipfel, den ihr sucht. Nicht hier. Was ist mit dieser Brücke? Wir haben einen Bifrost. Als die Riesen die Brücken zu ihrer Welt zerstörten, haben sie diese hier mit einer Rune versperrt. Wenn es sie noch gibt, kennt die nur ein Riese. Und alle haben Midgard vor langer Zeit verlassen. Richtig. Doch heute haben die Schicksalswinde einen Wirbel des Zufalls erzeugt. Wisst ihr, es lebt nur eine Person, die euch an euer Ziel bringen kann. Und ihr habt Glück. Ich habe sonst nichts vor. Jetzt ist alles, den du wegkommen. Wir gehen nach Jötunheim, ja? Strategisch gesehen eure beste und einzige Möglichkeit. Es ist der eine Ort, an den euch der Unbesiegbare nicht folgt. Was ist zu tun? Ja! Schneidet mir meinen Kopf ab. Was? Bitte was? Odin sorgte dafür, dass keine Waffe, nicht mal Thors Hammer, meinen Körper befreien kann. Glücklicherweise braucht ihr meinen Körper nicht. Der Trick ist, jemanden zu finden, der mich wiederbeleben kann. Mit der alten Magie. Alte Magie? Eine Hexe im Wald. Sie kennt diese Bräuche. Wird sie helfen? Vielleicht. Los geht's. Aber wenn sie scheitert, bist du tot. Er quält mich, weißt du. Tag für Tag. Odin selbst legt dafür Hand an und glaub mir, seine Kreativität ist grenzenlos. Jeden einzelnen Tag. Das ist kein Leben. Wie grausam. Wie du meinst. Oh, aber ohne mich. Bruder, falls es nicht klappen sollte, musst du etwas wissen. Der Junge, du machst es nur schlimmer, je länger du ihm die Wahrheit verschweigst. Er wird dir grollen und du verlierst ihn für immer. Es gibt viel über mich, das er nicht wissen soll. Dir ist dein Geheimnis also wichtiger als dein Sohn. Ich hacke jetzt deinen Kopf ab. Auch gut. Und jetzt hier der Chat. Reich der Riesen. Das ist... Sehr lästig. Ja, das wollte ich auch gerade. Nee, den jetzt, oder den gefällt das. Na, Kopf am Gürtel, als wäre es das Maulste auf der Welt. Ja, warum auch nicht, ne? Drei von vier, nice. Kennst du den Weg zum Haus der Hexe noch? Ja, im Wald mit den blutroten Blättern, südlich des Sees. Ich weiß, wo wir hin müssen. Hoffentlich ist sie heil aus Elfheim rausgekommen und Familie zurückbringen. Er war nett, bevor du ihm den Kopf abgeschlagen hast. Wie das klingt.
unglaublich, dass es Baldur war, der zu uns gekommen ist. Der Asengott Baldur. Und du hast gekämpft und gewonnen. Ja. Einer von Odins Söhnen, Thors Bruder. Und jetzt jagt er uns mit seinen Neffen? Warum geschieht das alles? Frag den Kopf, als er wiederbelebt wird. Mach ich. Oh ja, der Kratos hat gewonnen. Hatte ich gehofft, irgendwo in diesem Berg einen Riesen zu treffen. Sie haben Midgard wohl tatsächlich verlassen. Außer der Schlange. Vielleicht die letzte ihrer Art. Bist du auch der letzte deiner Art? Ist es das, worüber du nicht gerne redest? Meiner Art? Ich meine, deiner Familie. Von Mutter und mir. Wo du hergekommen bist. Deine Mutter. Dein Vater. Dafür ist jetzt nicht die Zeit. Verstehe. Immer gekonnt, tut er gerade das Ausweichen. Brock! 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 Was? Ich mach gerade eine Pause. Ich schrei dich auch nicht an, wenn du dir gerade die Sackhaare richtest. Lass ihn, Junge. Ein Widerling. Ihr habt meine Ruhe ohnehin schon gestört, also gesellt euch einfach zu mir. Wir sind nicht hungrig. Gut, ich wollte euch auch nichts anbieten. Wir haben Sindri gesehen. Na dann Glückwunsch. Und ihr habt ihn doch bestimmt auch wieder an meiner Axt herumwursteln lassen, hm? Zeig mal, was er angerichtet hat. Neues Update, da bin ich doch dabei. Der würde ein gutes Gleichgewicht selbst dann nicht erkennen, wenn es von seinem Schwanz baumeln würde. Richtig vulgärer Trick und. Ist er denn genug? Bestimmt. Gut. So ist besser. Was wollt ihr sonst noch von mir, hm? Manchmal ist Sindri so in seine Arbeit vertieft, dass er Essen und Trinken vergisst. Und wenn er mal dran denkt, schafft er es nicht, etwas Ordentliches zu kochen. Ich habe wohl den Magen in der Familie abbekommen. Und natürlich den Grips. Er fehlt dir. Was? Dieser Schwachkopf? Was weißt du schon? Ich meine bloß... Hey, erlaubst du mal? Ich muss mich hier konzentrieren. Eigentlich hätte ich nämlich jetzt Pause. Ich hoffe, du bist zufrieden. Nun, kann ich dadurch was verbessern? Nein, war ja klar. Na gut, auf Wiedersehen. Junge, wie gelangen wir zurück zur Hexe? Erst müssen wir ein Boot finden. Und dann war der Torstatue lang. Also, Junge, wie geht es nun weiter zum Haus der Hexe? Da lang, hinter die große Torstatue. Backbord. Ha? Backbord. Oh, links vom Boot. Korrekt. Tiefer gelegt als bei unserem letzten Besuch. Das heißt bestimmt wieder klettern. Das Wasser ist gesunken. Als die Schlange aufgetaucht ist. Klar, das wusste ich. Ich weiß, sie ist sehr mächtig.
Aber glaubst du, sie kann einen Kopf zum Leben erwecken? Ich glaube, sie versteht ihr Handwerk. Und wir haben nichts zu verlieren. Wenn sie den Kopf nicht erwecken kann, können wir ihn dann behalten? Nein. Aber du kannst ihn an die Fische verfüttern. Klingt gut. Der Einzige, der dort einen Schaden hat, ist der Mimir. Wenn es jetzt nicht klappen sollte. Aber ich denke mal schon. Toll, dass wir jetzt einen anderen Weg finden. Oh, was haben wir hier Schönes? Ganz ruhig, eins nach dem anderen, Atreus. Ich wette, hier geht's raus. Kehrt um, Asen. Die Götter sind hier wohl nicht willkommen. Was ist das für ein Name? Er hat gesagt, dass er so heißt. So klang es in meinem Kopf. Chauli. Na, die sollen nur kommen. Cool, Blitzwölfe. Na, dann wollen wir doch mal sehen. Vater, sie ist hier. Es ist so schön, dich wiederzusehen. Ich wusste, du bist nicht tot. Hallo. Oh, kannst du einen Kopf wieder erwecken? Ich weiß nicht, ob ich verstehe, was... Halt. Woher hast du die? Die Pfeile. Gib sie mir her, sofort. Sie waren ein Geschenk. Tu, was sie sagt, Junge. Merkwürdig. Diese Pfeile sind gefährlich. Böse. Findest du mehr davon, zerstöre sie. Verstanden? Hast du das verstanden? Sag es! Hab's verstanden. Wenn ich sie sehe, zerstöre ich sie. Mehr will ich gar nicht. Vergib mir. Bitte, nimm stattdessen meine Pfeile. Ich brauche sie nicht länger. So. Wie war das mit dem Kopf? Weißt du überhaupt, wer das ist? Ja. Hast du ihn getötet? Ja. Auf seine Bitte. Er sagte, du kannst ihn beleben. Ich? Habt ihr das richtig verstanden? Bitte. Bring ihn zu dem Tisch. Hey, Millie.
Ich habe die alte Magie schon lange nicht mehr praktiziert. Halt ihn still. Schauen wir mal. Zum Glück ist sein Kopf nicht sehr verfault und sein Hirn intakt. Schöner glatter Schnitt. Danke. Gerade seinen Kopf abzuschneiden. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Tauche jetzt seinen Kopf ins Wasser und lass nicht los. Tu es. Gekochter Kopf. Das genügt. Es hat geklappt. Willkommen zurück. Lass mal sehen. Mimir, bist du da? Ja. Gut. Hallo Freya, eine Weile her. Siehst gut aus. Ich habe das nur für sie getan. Mir persönlich gefällst du tot wesentlich besser. Ich würde mich verbeugen, Majestät. Vergib mir. Aber hätte ich gewusst, dass die Hexe aus dem Wald Freya ist, hätte ich das nicht vorgeschlagen. Freya? Die Göttin Freya? Ihr wusst es auch nicht? Tut mir leid. Wird bekannt, dass Mimir frei ist, lässt Odins Zorn nicht lang auf sich warten. Du bist eine Göttin. Einst Anführerin der Vanen, ja. Aber nicht mehr. Hättest du mir das nicht sagen sollen? Möchtest du mir wirklich einen Vortrag darüber halten? Touché. Wir gehen, Junge. Aber... Jetzt. Gern geschehen. Oh, der Kratos ist auf Prass. Was sollte das denn? Wir können dir nicht trauen. Weil sie eine Göttin ist? Habe ich dir nichts beigebracht, Junge. Aber sie hat uns sehr geholfen. Sie hat gelogen. Manche Leute schützen ihre Privatsphäre, urteile besser nicht darüber. Wenn ich deinen Rat brauche, Kopf, frage ich dich. Auch gut. Bringt mich zu Tyrs Tempel im See der Neuen und ich bringe euch wie versprochen nach Jötunheim. Wir kennen den Tempel. Was ist dort? Nur der letzte lebende Riese in Midgard. Wer könnte uns besser den Weg sagen? Die Weltenschlange? Weißt du, wie man mit ihr reden kann? Jawohl, die Schlange spricht eine vergessene Sprache. Viel älter noch als diese Berge. Niemand in Midgard kann sie mehr sprechen. Außer mir. Wirklich? Es stimmt, man sieht es der Schlange vielleicht nicht an, aber mit Jörmungandr lassen sich tolle Unterhaltungen führen. Na, da bin ich mal gespannt. Verkehrte Pfeile. Sehen, was sich hier oben verbirgt. Junge. Schöne Schätze. Verschlossen mit Magie. Eins und wir können sehen, was in der Truhe ist. Dann geht es jetzt wohl los. Da oben ist noch eine von diesen Sandschalen, in die ich die Runen gemalt habe. Weißt nur nicht, wie wir sie erreichen können. Ich sehe etwas da oben. Tja, da komme ich leider noch nicht hin.
Atreus, komm her. Also wieder nach unten. Nein. Erzähl von Baldur. Er behauptet, nichts verletzt ihn. Ja, Baldur ist unverwundbar gegen alle Bedrohungen, physische oder magische. Das Prahlen eines Gottes. Jeder hat eine Schwäche. Er nicht, fürchte ich. Baldur ist unverwundbar gegen alle Bedrohungen, physische oder magische. Das hast du schon gesagt. Wirklich? Was ist der Ursprung dieser Kraft? Naja, ich erinnere mich an einen... Ein Teil meines Gehirns erwacht gerade noch zum Leben. Ich brauche noch einen Moment, um es aufzumachen. Ist der etwa kaputt? Na, der Baldur wird schon sehen, was er davon hat. Mimir, wir sind auf dem See. Perfekt. Legt in der Nähe der Brücke an. Okay. Genug. Keine Geschichten. Nicht, wenn wir laufen. Wir konzentrieren uns auf den Weg. Verstehe ich voll und ganz. Ich erzähl später weiter. Kopf, wie reden wir mit der Schlange? Auf dem Mittelpunkt der Brücke ist eine Plattform mit einem Horn. Bringt mich dorthin. Endlich! Das Horn! So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt halte meine Lippen an das Horn. Errichtete diese Statue zu Ehren Thors. Da die Weltenschlange diesen miesen Drecksack wirklich abscheut, wollte sie nicht besiegen. Aber tut das nicht weh? Tja, sie und Thor haben eine unerfreuliche gemeinsame Vergangenheit. Beziehungsweise Zukunft. Wahrscheinlich fand die Schlange es schlimmer, den Anblick zu ertragen, als harten Stein durch ihren Schlund zu jagen. Soll ich sie fragen? Nein. Uns kümmert nur Jötunheim. Also gut, wünscht mir Glück. Ich hab's noch drauf, Jungs. Sie erinnert sich. Why you? Oh, die sieht wütend aus.
Sie kennt euren Verlust. Sie wird helfen. Interessant. Was ist? Ist nichts Wichtiges. Ich denk mal schon. Sie schickt uns in die richtige Richtung. Hört jetzt gut zu. Wir brauchen zwei Dinge, um ins Land der Riesen zu kommen. Zuerst müssen wir die Weltenrune lernen, die Reise nach Jötunheim ermöglicht. Und dann müssen wir die Rune in das besondere Tor schneiden. Auf den Gipfel, wo wir dich trafen? Richtig. Doch die Riesen haben in ihrer unendlichen Weisheit dafür gesorgt, dass das kein normaler Meißel kann. Nur die Spitze eines magischen Meißels öffnet das Tor. Zum Glück weiß ich, dass er sich in der Nähe befindet. Die Schlange hat kurz wütend ausgesehen. Ach das, sie dachte, ich hätte gesagt, die wären Freunde von Odin. Verzeiht, ich habe die alte Sprache noch nie nüchtern gesprochen. Hey, seht mal, das Wasser ist noch weiter gesunken. Man sieht noch mehr von den Weltentürmen und Statuen. Ich sehe auch neue Orte zum Erkunden am Ufer. Wo ist dieser Meißel? Wir brauchen erstmal ein Boot und dann geht's weiter. Jetzt kann ich es lesen. Aber ist es ein Name? Er! Wow, der Name hat sie entfacht. So heißt eine der Walküren. Äußerst seltsam. In der Tat. Zum Boot kommen, können wir entweder diesen besonderen Meißel suchen oder uns noch etwas umsehen. Mir ist jede Entscheidung recht. Nachtmare! Ah, grässliche Viecher! Hilf von dir, Feuer! Ich bin noch nicht so weit! Ich dachte, das wäre ein Feind. Klingt doch nach einem Zwerg, oder? Ja, das ist ein Zwerg. Ich muss euch um etwas bitten. Nur ein kleiner Gefallen. Erinnert ihr euch an diesen Dolch? Der Dolch, der im Rücken des Häschers steckte? Umgebracht von seinem Sohn? Ja, den habe ich nicht vergessen. Also, seine Spur führt zu Häschern, die von der Northree-Festung aus operieren. Ich wette, dorthin brachten sie ihre Beute aus Fafnirs Lagerraum. Zusammen mit dem Wetzstein. Mit dem ich euch helfen könnte. Noch eine Schatzsuche. Sinnlos. Nicht, wenn Sindri uns mit dem Wetzstein wirklich bessere Ausrüstung machen kann. Und der Sohn des Häschers. Er hat seinen Vater ermordet. Ja, der Kratos auch. Ah, das ist Atreus, ne? Wir können hier runter oder wir öffnen die Tür. Ich bin für Tür öffnen.
Rat der Valkyren. Klingt schon mal sehr interessant. Wo sind wir hier? Kann das sein? Die 8 Throne? Lass die Spielchen. Weißt du, wo wir sind oder nicht? Ich bin Mimir, der klügste lebende Mensch. Ich weiß viele Dinge. Na, was immer das hier ist, es sieht wichtig aus. Für wen? Hier ist kaum etwas von Wert. Die Weltenschlange beobachtet uns. Ich fühle mich gerade irgendwie richtig beobachtet. Na, ich denke mal, ja, muss ich später wiederkommen. Wie komme ich aber hier ran? Nein, so nicht. Na, ah, ich habe so eine Ahnung. Na bitte, mit roher Gewalt geht alles. Bitte behandelt den Wettstein mit der größten Vorsicht, wenn ihr ihn habt. Er ist eine unbezahlbare Reliquie. Unbezahlbar von dem Material oder von der Geschichte her? Hier drüben hat jetzt meine Neugier geweckt. Rudere bis zu den Stapeln der Ruhe. Dann zwischen ihnen durch. Oh, ich glaube, ich höre was. Klingt für mich nach Drache. Hey, ein Sprachschiff. Wir sollten weitersuchen. Der erste von 4. Ja, ein Drache. Ah, Fafnir. Hab mich schon gefragt, was aus. Fafnir? Warte, Fafnir? Wie in Fafnirs Lagerraum? Genau der. Aber laut Sindri ist er ein Zwerg. Nein. Und jetzt ist er ein Drache. Das Leben ist schon kurz. Huch, wie ist denn das passiert? Eingekettet. Wir sollten nach Bindungsschreinen suchen und den armen Kerl befreien. Was meint ihr? Ja, jetzt bin ich baff. Oh!
Oh Gott, was ist das? Aber gewonnen. Ich sehe Fortschritte. Oh ja, das kann ich bestätigen. Wie wurde dein Freund zum Drachen gemäht? Oh, er ist eine gute Frage. Der kleine Scheißer war ein ständiges Ärgernis für Asen und Warnen gleichermaßen. Warum befreit ihr ihn? Ich spreche aus Erfahrung. Niemand verdient eine solche Gefangenschaft. Nicht mal ein gieriger, drachengewordener Zwerg. Direkt hinter mir! Ich hoffe, der greift mich nicht an. Was ist jetzt los? Jetzt bin ich gespannt, was der macht. Jawohl. Bitte schön, du kleiner Mistkerl. Für mich sieht er wie die anderen zwei Drachen aus. Tja, als Drache ist er noch genauso unausstehlich. Na, jetzt liegt es aber in seiner Natur. Cool. Der zweite Drachen. Na, mal sehen, wann ich den dritten finde. Ja, ich werde mal nach den Updates gucken.
was soll ich mir für welche? Oh, Scheiße. Jawohl. So einen habe ich noch nie gesehen. Sahen aus, als kämen sie direkt aus Hehl. Der dritte Riss geschlossen. Größtenteils gibt sie mir die Schuld an ihrer derzeitigen Situation. Und nicht vollkommen grundlos. Es geht alles auf den großen Krieg zwischen den Asen und den Wahnen zurück. Davor waren Kriege ein Kinderspiel für die Asen. Doch die Wahnen hatten sich als ebenbürtig und ebenso verheerend erwiesen. Beide Seiten erlitten große Verluste. Und für viele von uns war der Krieg kein Spaß mehr, sondern eine sinnlose Vergeudung kostbaren Lebens. Findest du nicht auch? Ganz genau. Genug war genug. Und schließlich beschloss Odins genialster Berater, einen aufgeklärteren Weg zu finden. Er begann, Frieden zwischen den Göttern auszuhandeln. Es brauchte viel Überzeugungsarbeit, doch schließlich stimmte Odin zu, seine tödlichste Gegnerin zu ehelichen. Eine gewisse Wahnengöttin, die nicht nur wegen ihrer Schönheit berühmt war, sondern auch wegen ihres Talents für eben jene Wahnenmagie, die Odin schon so lange meistern wollte. Freya und Odin? Warum tat sie das? Sie brachte das Opfer, um ihr Volk zu schützen. Ein selbstloser Akt der Liebe. Wahrlich, sie verdient etwas Besseres. Aber natürlich war das noch nicht die ganze Geschichte. Wir können mit dem Boot hier anlegen. Die Freya und der Odin. Oh, ich sollte wohl lieber, wenn ich das aufmachen würde, ein Stück weggehen. Ja.
Perfekt. Ist ein Teil von der Straße. Gut. Die Schlange hat sie gefressen. Also hier geht's jetzt zu Freya ihren Haus. Ich sehe etwas im Wasser. Ja, dann wollen wir mal. Odin und Freya als Paar unvorstellbar. Liebe und Hass sind enger verflochten. Als du dir vorstellst. Zum Beispiel hasst Odin die Riesen und sie hassen ihn, aber Thors Mutter war die Riesin Fjörgyn, eine von Odins großen Lieben. Thors halb Gott und halb Riese? Schräg. Ja, das ist wirklich schräg. Als Fjörgyn fort war, durchlitt Odin einsame Zeiten. Und als der Krieg mit den Warnen tobte, erkannte ich, wonach er sich in Wirklichkeit sehnte. Und nach einiger Überzeugungsarbeit stimmte Freya zu. Eine Zeit lang war er ausgesprochen charmant. Er schien glücklich, er schien sie glücklich machen zu wollen. Ich kann mich kaum noch an alle Wünsche erinnern, die er ihr erfüllte. Der Frieden hielt und ich glaubte, alles wäre noch besser gelungen, als ich es hätte planen können. Letztendlich zeigte Odin wieder sein wahres Gesicht. Oh, er gewann Freyas Vertrauen und sie zeigte ihm ihre wahre Magie. Noch etwas, das sie verfolgen sollte. Denn obwohl sein weisester Berater alles tat, um ihn davon zu überzeugen, dass Frieden der einzige Weg sei, um Ragnarök zu verhindern, gab Odin seine Besessenheit von Jötunheim niemals auf. Die Kostprobe der Warnenmagie ließ sie neue Experimente ersinnen und neue Tiefen der Verderbtheit erreichen. Oder Odin ist ja hier ein ganz schöner Schuft. Will ich kämpfen? Ja, ich glaube, ich will. Mach dich bereit! Oh, ich hätte lieber nie kämpfen sollen. Erledigt. Noch in die Chiffre. Noch eins, dann können wir die Nibelheim holen. Eine noch.
Hier, Junge. Jawohl. Eine Schatzkarte. Toll. Also, die Ehe mit Odin hat nicht gehalten. Aber wie endete Freya allein im Wald? Oh, das war eine außergewöhnliche Gräueltat. Selbst für Odin. Als ob die Heirat nicht schon Strafe genug war. Freya war besser zu ihm, als er es verdiente. Sie ertrug die schlimmsten Demütigungen. Und das alles nur, um ihr Volk in Frieden und Sicherheit zu wissen. Doch Odins Wahnsinn, seine Tyrannei, seine Korrumpierung ihrer Magie. Es wurde einfach zu viel und schließlich verließ sie ihn. Wir machen später weiter. Hey Sindri, siehst du dir das mal an? Ehrlich? Von den Springern. Widerlich. Oh, der Gestank. Bedeckt von Gott weiß wie vielen Tierchen. Aber eine prächtige Rüstung. Mal sehen, ob ich was Hygienischeres daraus machen kann. Ja? Hey Sindri, kennst du schon Mimir? Wenn du den Kopf meinen zuzwinkert, bitte halt ihn weg. Das kann unmöglich hygienisch sein. Oh, sehr nett. Auch schön, dich zu sehen, Sindri. Arschloch. Oh. Ist das einer meiner geflochtenen Mistelpfeile an deinem Köchergurt? Ein Andenken an deinen Freund Sindri? Ich bin ja so furchtbar gerührt. Das sind zwei Trottel-Zwerge. Na, mal gucken, ob wir den Stein jetzt finden. Ich weiß immer noch nicht, wie man den eigenen Vater töten kann. Es ist doch verrückt, oder? Ich weiß, wir kennen nur eine Seite der Geschichte, aber bitte. Den eigenen Vater? Ich meine, klar, ich bin manchmal sauer auf dich, aber... Bist du? Ich meine, manchmal, ja, ein wenig. Aber ich steche dir kein Messer in den Rücken. Nein, das wohl nicht. Dieser Clan wollte wirklich nicht, dass jemand reinkommt. Wie sollen wir bloß hier durchkommen? Es muss einen Weg geben, das Tor zu heben. Vielleicht mit dem großen Wasserrad. Das glaube ich auch. Ah, hier oben ist nur ein Artefakt. Deckung. Oh, die Viecher hasse ich.
Ah, hier. Hinterhältig, wenn die explodieren. Wann bist du wütend? Was? Auf mich. Wann? Oh, naja, manchmal. Wenn du mir etwas nicht zutraust, obwohl ich es kann. Es ist nicht immer einfach, die Stadt. Schon gut, verstehe. Ich bin klein. Wo ist nur dieser Wetzstein? Du willst mir verraten, wo ich den Wetzstein finde, oder? So weit an die Höhlen. Okay. Ah. Na komm. Aufgehangen und dann noch mit dem Messer in den Bauch. Das gleiche Bild schon wieder. Was war das? Was ist da drüben passiert? Ich glaube, wir nähern uns langsam unser Ziel. Hier passiert gleich was, weil das ein Cutscene ist. Das ist der Sohn. Von dem Geist? Wirklich? Das Siegel. Es passt zu dem Dolch, den sein Vater im Rücken hatte. Er hat gekämpft, es aber nicht geschafft. Es war Verrat.
Verrat erzeugt Verrat. Dass der Junge seinen Vater ermordet hat, hat ihnen wohl nicht gefallen. Er wollte ein Anführer sein und verlor sein Leben. Mag sein. Da, Kleiner, zu seinen Füßen. Der Wetzstein. Ah, haben doch. Ja, damit schlugen sie ihm den Kopf ein. Wirklich? Autsch. Was ist das schon? Das war doch nicht schon alles, oder? Ah, hier oben ist einer. Weshalb haben sie wohl den Bettstein zurückgelassen? Wenn Sindri ihn haben will, muss er sehr nützlich sein. Tja, kleiner Herrscher haben ganz klar Prioritäten. Was man verletzt, wenn man nicht essen oder trinken kann, kann man auch als stumpfen Gegenstand benutzen. Das ist warten. Komm, Atreus, mach auf. Mist, da kann man dann nicht mehr ausweichen. Wir sind hier fertig. Kannst du das lesen? Ja, Vater. Da steht falscher Anführer. Das steht hier in der Nähe überall geschrieben. Junge, hierher. Einmal öffnen, bitte. Junge. Ja. Wieder eine Schatzkarte bestimmt. Hier ist eine Schriftrolle. Sie gehörte dem Sohn. Wow. Das nimmt ja gar kein Ende. Vater, vergib mir. Von Reue erfüllt. Damit hätte ich jetzt nie gerechnet. Hätte er nachgedacht, bevor er gehandelt hat, müsste er jetzt nichts bereuen, oder? Ja. Vielleicht sollten wir das hier seinem Vater im Lagerraum bringen. Ja, halt, ich bin glaub in die verkehrte Richtung.
Ja, hier lang, glaube. Wollen wir hier andocken? Nein. Ah, hier. Ja, den Verbrecher hat einen anderen beschissen. Schließlich nicht mehr ertragen und verließ ihn. Ihr habt nicht zufällig den Wetzstein gefunden. Natürlich haben wir den gefunden. Einen Wetzstein gefunden. Oh, wunderbar! Diese Flecken sind ungewöhnlich. Die Häscher haben damit einem ihrer Leute das Gesicht zertrümmert. Oh, wunderbar. Hier, für eure Mühen. Ich muss unbedingt den Wetzstein ausprobieren. Er sieht unscheinbar aus, aber er ist zum Bersten gefüllt mit Magie. Ich brauchte einen neuen. Den letzten habe ich meinem Bruder geliehen. Er hat darauf gespuckt. Zum Einschmieren, hat er gesagt. Ich wollte ihn nicht zurück. Das sind zwei Trottel. Also ihr wisst offensichtlich, wie man mit Stil reist. Erzählt mir mal, wie das alles mit Baldur angefangen hat. Er hat einfach angeklopft. Baldur hat einfach an eure Tür geklopft? Ja, hat er. Ja, er tauchte auf und fing Streit an. Er wollte irgendwas wissen. Er sagte, ich weiß, was du bist. Darauf kommen wir später zurück. Was genau wollte er denn von euch wissen? Da war ich schon im Versteck. Er meinte, ich wüsste bereits, was er wollte. Vielleicht hat er mich mit jemandem verwechselt. Das ist ja interessant. Hallo, hey. Muss euch zwar um einen weiteren Gefallen bitten. Was willst du, Zwerg? Ich habe noch eine Spur zu meinem Kumpel Antwari. Treff mich bei den Landshydrominen. Ist auch eine Menge hübscher Beute für euch drin. Noch eine Spur? Aber wir haben ihn schon gefunden. Naja, zumindest eine Hand von ihm. Ich erklär's euch bei den Minen. Diese hier sind südlich der Flusslande. Wollt ihr zwei jetzt irgendwas oder steht ihr einfach nur faul da rum und starrt Löcher in die Luft? Oh, gibt's noch irgendwas zum Kaufen? Hat den dringenden Volunderminen von Antwaris Hand gerissen. Der Kerl hat immer mit Seelen, dunklen Ritualen und Dingen der Nacht herumgepfuscht. Wisst ihr? Allein der Klang seines Amts.